Es ist kalt draußen. Ich weiß nicht, wer den ganzen Schnee bestellt hat und heute soll es noch viel schlimmer werden. Turn around and show your face, let me see parts of you. Soll noch Windstärke 8 oder 9 bekommen heute und morgen auch. Ist doch einiges. Sind glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, 80 bis 90 km/h schneller Wind. Ja, worum es mir heute geht, ich vlogge jetzt mit der neuen Kamera und zwar habe ich mich jetzt endlich entschieden, es wird doch eine Sony und zwar die Sony A7 II. Warum? Sie hat Vollformat, sie hat ein für meinen Geschmack wesentlich schöneres Bildprofil. Also ich finde die Canon-Farben sind ganz toll, aber die Aufnahmen, die ich mit der Sony A7 gemacht habe, haben mir besser gefallen. Das Problem an der A7 war ja, dass es keinen Selfie-Screen gibt auf der einen Seite und dass ich meine schönen Objektive, die ich sonst noch habe, die Canon FD-Lenses, die kann ich nicht verwenden, weil der Vollformat-Sensor zwar groß ist und lichtstark, alles super, aber was ihm fehlt ist, er ist nicht stabilisiert. Das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, dass ich mir Objektive kaufe, die stabilisiert sind. Mein absolutes Lieblingsobjektiv, das Sigma, das 18 bis 35 zum Beispiel. Gut, das ist jetzt zum einen kein Vollformat-Objektiv, aber das hat mich nicht gestört. Was mich viel mehr stört ist, auch das zum Beispiel ist eine Hammerlinse, aber ist nicht stabilisiert. Mit der A7 II könnte ich es verwenden, Sensor stabilisiert. Gleiches Problem übrigens mit der 6D Mark II, was auch der Grund war, warum die letztendlich auch zurückging. Super Selfie-Screen, aber es fehlen unheimlich viele Video-Features, die die Sony-Kameras alle haben, die auch die GA5 hatte. Der Vollformat-Sensor ist toll, hat die A7 auch. Und die 6D Mark II hat aber den Vollformat-Sensor auch ohne Stabilisierung. Ist ein bisschen schade. Die Stabilisierung, wenn man einschaltet, wird nämlich reingekroppt und das wollte ich nicht, weil dann geht es wieder los, dann brauche ich Canon-Objektive, die sehr teuer sind, sehr weitwinklig sind. Ist einfach alles nicht so mein Ding. Und ich habe einen super Deal bekommen und zwar einen Amazon Warehouse Deal. Da habe ich die A7 II jetzt für den halben Preis von einer 6D Mark II bekommen. Also das ist jetzt tatsächlich mit Abstand die günstigste Variante. Auf die Art und Weise hätte ich mich quasi entscheiden müssen. Wird es eine Canon EOS M50, so wie auch der Frankie von Frank's Vlogs sie nutzt. Ist eine Top-Kamera, hat leider kein Vollformat und kein 4K. Oder wird es die Sony A7 II, auch kein 4K. Aber dafür halt, ich weiß nicht, war halt eben eher so das meine. Gerade von den Farben, plus hat Vollformat und den stabilisierten Sensor. Auch die Stabilisierung bei der M50 ist auch so ein Ding, hat nur APS-C und ist auch nicht stabilisiert. Ja, das war halt jetzt die Entscheidung. Ich hoffe, ich bereue sie nicht. Eine Sache haben alle anderen Kameras, aber die Sony nicht, nämlich keine der Sony-Kameras. Und das ist der Selfie-Screen. Der fehlt mir, den wollte ich unbedingt haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da kann ich mir doch was basteln. Also habe ich die Tage einfach mal den 3D-Drucker angeworfen, habe mir ein kleines Gehäuse ausgedruckt und habe mir auf Amazon ein 26 Euro teures Raspberry Pi HDMI-Display gekauft. Das ist im Endeffekt nur eine kleine Platine, das Display ist oben drauf und hinten kann man per HDMI und USB Strom anschließen. Windkalt. Ich gehe rauf, oben erzähle ich weiter. Ja, kurzer Szenenwechsel, sind jetzt ein paar Stunden später. Ich war noch schnell mit dem Motorrad unterwegs. Ich habe gesehen, die Straßen sind draußen alle frei, sie waren trocken und dann stört mich auch der Schnee nicht. Also bin ich mit der Pegasus eine kleine Runde gedreht. Sorry, außer. So, wo war ich? Also, habe ich nur schnell gesagt, damit ihr wisst, warum ich gerade so eine coole Helmfrisur habe. Raspberry Pi Display. Also, die Dinger gibt es echt saugünstig in 3,5 Zoll, 5 Zoll, 7 Zoll. Kostet immer so irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. So eins habe ich mir bestellt. Daran habe ich das Innenleben einer Powerbank gelötet, weil, wenn man diese kleinen runden Powerbanks kennt, wenn man die nimmt, da innen drin ist zum einen ein Laderegler für die Lithiumzelle. Und da kann man dann so schöne 18650er Akkus, wie ich sie auch für die E-Zigaretten habe, einlegen. Kann die wunderbar per USB laden. Und wenn der Akku dann geladen ist, kann man hinten umstecken und dann versorgt dieser Akku das Display, was wunderbar funktioniert. Ein weiterer kleiner Vorteil ist, ich kann mit diesem Display dann gleichzeitig auch die Kamera laden, während ich damit aufnehme. Also es ist nicht ein geplanter Effekt, aber die Sony-Kameras kann man halt per USB anstecken und dann fungieren die Kameras selber als Ladegerät für den Kamera-Akku. Und nachdem das ja eine Powerbank war und ich da den USB-Anschluss an der Platine noch habe, kann ich den weiterverwenden. Ja, das Ganze dann jetzt erstmal provisorisch so zusammengetüdelt. Wie gesagt, ein bisschen gelötet, ein bisschen zusammengeklebt, Display reingemacht. Von unten habe ich dann noch so eine Stativschraube und so einen Cold-Schuh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen wir, Blitzschuh, so ein Blitzschuh-Adapter unten angebracht. Und jetzt hat das Display auch wunderbar auf der Sony Platz. Das heißt, ich kann wunderbar sehen, was Sache ist.
Ja, das war also mein Status-Update zum Thema, mit welcher Kamera ich jetzt zukünftig vlogge. Also es ist eine A7 II hauptsächlich. Und für alle Aufnahmen, wo ich nicht darauf verzichten will, dass ich einen Flippy-Screen verwende und wo mir die Canon-Farben dann doch wichtig wären in Full HD, habe ich ja immer noch die 70D. Gut, war's für heute. Wenn irgendjemand Interesse an den Bastelarbeiten, Schaltplänen oder sonst was hat für so ein kleines Field-Monitor-Projekt, einfach bei mir rühren, schreibe ich euch gern zusammen. Ciao. And if you fall, I will catch you.